Willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von Tschechisch Airlines vorstellen. Das ist eine große Fluggesellschaft aus Tschechien und dort gibt es natürlich einige Flüge und wie bei vielen anderen Fluganbietern auch eine mobile Anwendung. Wir können euch hier ein paar Bereiche zeigen, ein paar Bereiche auch nicht. Die wollen wir euch aber trotzdem beschreiben und wir gehen einfach jetzt mal so im Hauptmenü die einzelnen Sachen durch. Das erste nennt sich hier Flugticket. Hier kann man erstmal nach einem passenden Flugticket suchen. Das werden wir gleich auf jeden Fall mal machen. Als nächstes kann man auch einchecken, falls man Kunde ist, beziehungsweise ja schon eine Bordkarte hat etc., ist es halt möglich, hier mit einzuchecken in den Flug, den man bereits gebucht hat. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Reservierungen zu überprüfen. Man kann Anreisen und Ankünfte hier nachschauen und es gibt auch noch ein paar Einstellungen zu guter Letzt. Wir wollen euch heute aber hier im Bereich Flugticket am meisten zeigen. Einchecken können wir halt derzeit nicht, weil wir halt, wie gesagt, kein Flugticket haben. Und hier wählen wir einfach mal was aus. Wir wählen jetzt einfach mal Prag. Wir wollen also von Prag fliegen. Und wir wollen fliegen nach Frankfurt. Das kann man hier ganz einfach eingeben. Jetzt gibt es natürlich noch hier weitere Einstellungen, die nötig sind. Zum Beispiel hier der Abflug. Da sagen wir einfach mal den 27. Und wir wollen zurückfliegen am 8. Und jetzt kann man natürlich noch einstellen, wie viele Personen, jeweils Kind, Erwachsener oder Kleinkind. Man kann hier nach flexiblen Bedingungen suchen oder nach dem günstigsten Preis, die Währung eingeben und zusätzlich noch einen Promotion-Code eingeben. Aber gehen wir einfach mal auf weiter. Jetzt werden hier schon Daten geladen und man findet jetzt hier auch schon ein Ergebnis in diesem Fall. Hier sieht man jetzt, der Abflug wäre 7.10 Uhr, 8.30 Uhr Landung, 1 Stunde 20 Minuten und auf dem Rückweg das Gleiche. Und das kann man jetzt auch wählen hier. Da sieht man jetzt die Ankünfte. Das wählt man ebenfalls aus und jetzt sieht man hier diese zwei Positionen. Also einmal den Hinflug und den Rückflug. Und dann gibt es hier noch den Preis angezeigt, die Gebühr, die Treibstoffgebühren und der Basisbetrag. Gehen wir nochmal auf Weiter. Jetzt muss man hier sich die Geschäftsbedingungen anschauen, da sagen wir einfach mal ja. Und jetzt hat man hier die Möglichkeit, die einzelnen Details anzugeben, wie es auch von der normalen Flugbuchung bei allen Airlines kennt. Da ist es natürlich hier wichtig, ja, eine E-Mail-Adresse anzugeben, eine Zahlungsart und so weiter. Und jetzt wird man hier nach und nach durchgeleitet und kann die ganzen Daten angeben. Insgesamt ist das dieser Buchenbereich. Wir wollen euch noch ganz kurz die anderen Sachen hier zeigen. Hier kann man einchecken. Das funktioniert mit der Ticketnummer zum Beispiel. Die könnte man dann hier eingeben. Hier ist es möglich, Reservierungen zu prüfen. Da muss man dann ein paar Daten angeben mit dem Reservierungscode und kann dann ein paar Sachen anschauen. Dann gibt es hier die Möglichkeit, Anreisen, Ankünfte anzuschauen, ob aktuelle Flüge, wie es aussieht, wann die abfliegen, von wo und so weiter. Also hier kann man das Ganze auch nochmal durchsuchen, ohne halt letztendlich zu buchen. Und im Bereich meiner Einstellung ist es möglich, hier ein paar Daten zu hinterlegen. Einfach aus dem Grund, falls man das regelmäßig benutzt und regelmäßig fliegt, werden dann diese ganzen Daten hier noch gespeichert. Insgesamt eine ziemlich schicke mobile Anwendung, auch vom Design und so weiter gefällt uns das ziemlich gut. Und falls ihr häufiger Kunde von dieser Airline seid, solltet ihr euch vielleicht diese mobile Anwendung als Zusatzleistung herunterladen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.